Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum 12. Na, einfach zum nächsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. So, beim letzten Mal sind wir stehen geblieben. Wir haben für Luxa den einen Auftrag erledigt und haben mit dem Schwarzmarkthändler hier drinne geredet. Der uns den Auftrag ja gegeben hat, mal schnell nachschauen, genau diese Hanfpflanzenblätter von den Itorianer-Komplex zu klauen oder einfach zu besorgen. Und schauen wir doch mal, ob wir das hinkriegen. So, warte, wo müssten wir denn hin? Ich glaube ins Wohnmodul 0. Wohnmodul 082 West, genau, das war hier hinten. Denkst du wirklich, es ist eine gute Idee für die Exchange zu arbeiten? Wieso meldest du dich einfach? Hallo, ich hab dich gar nichts gefragt. Ob ich es für eine gute Idee halte, mit dem berüchtigsten Verbrechersyndikat der Galaxis zusammenzuarbeiten? Ich kenne niemanden, für den der Umgang mit der Exchange gut ausgegangen ist. Es ist riskant, aber wir haben keine andere Wahl. Du hast natürlich recht. Ich wünschte, wir hätten unser Schiff und könnten von hier verschwinden. Also eigentlich hatten wir ja die Wahl. Wir hätten ja auch mit dem Itorianern zusammenarbeiten können. Da liegt was am Boden. Schwere Dura-Stahlrüstung. Edden, komm mal her, mein Freund, ich hab was für dich. Edden, Ausrüstung. Ah, der kann ihn nicht tragen. Ah, dem fehlt die Voraussetzung für schwere Rüstung wahrscheinlich. Müssen wir das beim nächsten Mal skillen. Ah, wie sehen wir denn überhaupt aus? Sag mal. Leute, wir kommen voran. Wir kommen voran. Also jetzt aber. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, wir hatten die Wahl gehabt ja zwischen den Itorianern und der Exchange, aber wir haben uns ja trotzdem für die Exchange entschieden, weil wir sind ja die Bösen. So. Ich glaube hier hinter, da haben wir nämlich noch nichts erkundet. Ah, da ist auch schon die Pflanze. Lass mal. Das ist die Hanfpflanze, einer der vielen Spezies, die die Itorianer im Rahmen des Sanierungsprojektes beobachten. Nimm mal eine Probe der Pflanze. Bewusstsein. Als du die Probe der Pflanze nehmen willst, bemerkst du ein ziemlich komplexes Sicherheitssystem. Nun nehmt schon eine Probe der Pflanze. Was macht ihr da? Ihr sollt die Pflanze nicht berühren. Ihr ruiniert unsere Messungen. Ach, Junge, Junge. Ich habe eine Probe der Pflanze genommen. Warum habt ihr das getan? Das geht euch nichts an und jetzt tretet beiseite. Ihr bleibt hier, während ich den TSF-Offizier rufe, um die Angelegenheit zu klären. Mein Freund, ich bleib ganz sicher nicht hier. Ihr wollt mich zum Bleiben bewegen? Ich gehe jetzt los, mal sehen, was dann passiert. Ich gehe jetzt. Nein, ich dachte, der tut mich irgendwie angreifen oder so. Warte, kann ich nochmal mit dem reden? Komm mal her, mein Freund. Bitte entferne von... Das ist mir scheißegal, dass ich das jetzt genommen habe. Der macht ja gar nichts. Oh. Schade, ich dachte, da kommt jetzt irgendeiner. Schade. Also bringen wir mal die Pflanzen zu unserem lieben Schwarzmarkthändler. Bam, ein bisschen schneller hier unterwegs. Was ist passiert? Oh, alles gut. Ich dachte gerade, die Aufnahme ist abgebrochen. So, mein Lieber, ich hab deine Pflanze. Willkommen zurück. Wie kann Schaman Dobo, der liebe Dobo, euch behilflich sein? Ich habe eine die Pflanze für dich. Ausgezeichnet, eine sehr gute Probe. Der wird viel Gewinn da wohl abwerfen. Also die beiden sind sich anscheinend nicht gerade so einig, die beiden Brüder. $300 Credits will der uns dafür geben. Und er hat noch einen neuen Auftrag für mich. Ah, dann zeigt doch. Zeigt mir eure Schwarzmarktware. Waffen. Ja. Ist gar nicht so gute Sachen.
Ja, machen wir einen Alarm mal. Einen dunklen Punkt erhalten, neuen Tagebuchantrag. Ja, habe ich. Zeig mal, was hat er denn für einen neuen Auftrag für mich? Er hat neue Arbeit für mich. Was habt ihr für mich? Also ich soll für den so eine Art Prototyp von einer Landebucht der Itorianer klauen. Also die Itorianer sind immer hier die Opfer, habe ich das Gefühl. Also ein Prototyp von einem Schild soll ich besorgen. Ich bin bald mit dem Schild zurück. Also wir müssen in die Landebucht irgendwie rein. Er möchte, dass du den Schildprototypen aus der Landebucht der Itorianer holst. Ja, machen wir doch, machen wir doch. Unsere Überredungskünste sind ja inzwischen so hoch, dass wir das eigentlich hinkriegen sollten. Um die Luxa kümmern wir uns später. Zu den Docks. Die Landebucht der Itorianer. Ah, hier, das ist ja der hier. Hallo? Ich muss in die Bucht kommen. Es tut mir leid, aber angesichts des momentanen Situation hier auf der Citadel-Zeichen kann ich keinen unbefugten Person zur Landebucht lassen. Überreden, lügen. Shobo schickt mich. Ich soll ein paar Vorräte für die Hangarbucht holen, Shodo. Komisch, Shodo hat gar nichts gesagt. Ihr müsst entschuldigen, aber heutzutage kann man nie vorsichtig genug sein. Hier ist mein Ausweis. Woher habe ich denn den Ausweis? Wahrscheinlich hat mir der Schwarzmarkt-Typ da den Ausweis besorgt. Öffnen wir mal die Tür und gucken, was dahinter so finden ist. Nochmal. Ah, okay. Sehr schön. Hier war ich ja schon mal. Hier war ja dieser Droide gewesen, den wir besorgt haben. Ah, von da hatte ich ja noch den Ausweis, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß nicht mehr. Vielleicht da drinne? Lager. Ja. Was macht ihr hier? Ich bin hier, um den Schildprototypen zu holen. Bleibt ruhig, dann töte ich euch nicht. Ich nehme einfach alles. Was? Nein, ich werde sie euch nicht überlassen. Wenn es sein muss, werde ich euch aufhalten. Ach, mein Lieber, mein Lieber, mein Lieber. Du kannst mich gar nicht aufhalten. Das wird uns nicht lange aufhalten. Was war das denn? War ja ein kurzer Kampf. Scheiße. Naja, gut. Adam? Sag einfach Bescheid. Mach mal auf hier. Sehr schön. Prototyp, Schildeinheit. Sehr, sehr schön. Und gibt's hier noch was zu holen? Nö. Dann aber zack, zack, zurück zu unserem lieben Schwarzmarkthändler. Die Tür ist... Ah. Ah, ich muss die Tür wahrscheinlich schließen vorher. Wegen Druck oder... Ach, ich weiß doch nicht. Hat der was mitgekriegt? Ja, okay, nee. Auf zurück zur... zum Markt, zum Schwarzmarkthändler. Wir kommen voran, Leute. Wir kommen stetig voran. Bam, 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 bam. Hey, Dobo. Willkommen zurück. Wie kann Dobo euch helfen? Behilflich sein. Ich habe den Schildprototypen. Also der glaubt nicht, dass wir es geschafft haben. $900 will er uns dafür geben. Ganz schön.
Habt ihr noch mehr Arbeit für mich? Also, der will, dass ich Waren. Ich muss von der zur Krankenstation in Wohnmodul 082 West. Na, wir kriegen ja halt immer die dunklen Punkte hier, das macht's halt so cool. Und 900 Credits, Leute, 900 Credits. Können wir bald hier die ganze TSF-Station kaufen. Wohnmodul 082 West in die Krankenstation. Die war, glaube ich, hier rechts, wenn es mich nicht recht täuscht. Nee. Zeig mal her, wo war denn die? Quarantäne. Ah, war die überhaupt hier? Nee, ich... Ah, hier ist West. Ah, ich muss wieder dahin, wo die Itorianer sind. Also in demselben Wohnmodul. Wir kriegen ja auch Erfahrungspunkte, das macht sie aus. So. Nochmal schnell gucken. Möchte, dass du ihm die medizinischen Vorräte aus, der medizinischen Einheit im Wohnmodul 02... Also, medizinische Vorräte sollen wir klauen. Wären das die hier? Ja. Oh, Level up, Leute. Level up. Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Weisheit, Charisma... Ach komm, ich gehe auf Stärke, ist mir egal. So. Fähigkeiten. Du. Überreden. Sprengstoffkenntnisse, nö. Computerkenntnisse, nö. Tarnung. Yes. Kräfte. Wir können heilen. Wollen wir das? Was haben wir denn noch so hier alles? Was ist das hier nochmal? Nee. Was ist das hier? Geist kontrollieren. Beeinflusst einen Gesprächspartner mit Hilfe der Macht. Ach komm, das finde ich gut. Sehr schön. Und jetzt wieder zurück zu unserem lieben... Hey, was habt ihr hier zu suchen? Nein, wir wurden entdeckt. Es war ein Notfall. Ich brauchte die medizinischen Vorräte. Der Behälter ist eben aufgesprungen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich? Was macht ihr hier? Treibt keine Spielchen mit mir. Los jetzt. Kommt her und behaltet eure Hände dort, wo ich sie sehen kann. Ich stelle euch unter Arrest und bringe euch zum Verhör in die TSF-Station. Wenn ihr ohne Widerstand mitkommt, geschieht euch nichts. Du und welche Armee? Ich gehe jetzt und ihr werdet mich nicht aufhalten. Wir werden sehen. Ah, ich dachte schon, der lässt uns jetzt auch einfach gehen. Das macht denn alles nichts aus. Ach komm, bis der seine Waffe draußen hat, ist der... Ja, eben, ist der ja schon längst tot. Also wir machen ja ganz schön Krach hier, muss ich zugeben. Der steht da einfach, das ist dem egal. Auf zurück zu Shodo. Shobo? Shobo. Ja, Shobo heißt der. Gott, haben die komische Namen hier. Willkommen zurück. Hier die medizinischen Vorräte. Es wäre eine Schande, die Vorräte hier verrotten zu lassen, obwohl sie anderswo viel dringender gebraucht werden. Und es wäre auch eine... Oh, Leute. Also die sind sich immer noch mega am Streiten hier, weil der halt Schwarzmarktware betreibt und der andere eher so der Liebe ist.
Donos Emeragith. Wanara Gorachi Drumka Sa Inchobin Sasha. 1000 Credits will der uns geben. Oh. Achte, mein Bruder. Gar nicht, er hat nicht das Zeug zum richtigen Geschäftsmann. Ich könnte ihn für euch töten. Das wird nicht nötig sein. Sein ständiges Klagen ärgert mich zwar, aber er ist trotzdem mein Bruder und ich wäre etwas traurig. Ja, logisch, man ist dein Bruder. Aber ich hätte es trotzdem gemacht. Ah, ich kann noch was für den besorgen. Eine Lieferung, bla bla bla, aus dem Frachter von der Zerka Corporation. Sicher, wann brechen wir auf? Ich bin bereit zu gehen. Na, dann lass uns losgehen. Wurde auch Zeit, Sam. Komm endlich in die Gänge. Ich bin sowieso schon spät dran. Du hast ja keine Ahnung. Wenn nicht alles genau nach Plan läuft, stellt die Chaka Corporation Fragen. Und wir wollen doch nicht, dass jemand Fragen stellt, oder? Je schneller wir das Zeug einladen, desto schneller können wir von hier verschwinden. Halt! Stehen bleiben! Sie sind alle verhaftet. Die Waren werden als Beweismittel sichergestellt. Und Sie! Wir sind sehr gespannt, was Sie zu dieser Angelegenheit zu sagen haben. Das ist lächerlich, da hören Sie doch auf, Sam. Oh, Leute. Wir kennen Ihr kleines Geheimnis. Die Situation hat sich geändert. Sie kommen jetzt mit. Also, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Euch zermetzle ich. Wenn ich mit euch fertig bin, wird euch niemand mehr finden können. Wie Sie meinen. Let's go. Ich hab doch jetzt auch immer gewusst. Bam. Ah, komm schon. Das war bedauerlich. Das wird die TSF eine Lehre sein. Wir werden sehen, was Leutnant Green daraus lernt. Fürs Erste sollten wir aber lieber gehen. Das ist zwar ein Rückschlag für die Operation, aber so viel Glück haben wir nicht. Ich werde meine Geschäfte eine Weile aussetzen müssen. Also der hat keine Arbeit mehr für mich. Ich warte noch immer auf die Bezahlung dafür, dass ich euch begleitet habe. Natürlich. Also der kann uns nichts mehr geben, weil er kein Geld mehr hat, aber der gibt uns jetzt Rabatt auf seine komplette Schwarzmarktware. Oh, der hat. Ein Laserschwertkristall hat der hier. Jo, den kaufen wir. Mhm. Ein paar Granaten. Oh, eine Machtlanze. 2 bis 12 Schaden. Oh, die nehmen wir. Warte. Nein, nochmal. Ja, ich weiß. Zeig mir deine Schwarzmarktware. Aha, das ist dem seine normale Ware gewesen. So wie es aussieht. Dann nochmal zurück. Lasst mich einkaufen. Ja, die ist stark. Sehr schön. Ja, das sind da. Ja, so Modifikationen, da will ich mich jetzt noch nicht mit befassen. So, schauen wir doch mal. Ah, die ist okay, Mann, die ist okay. Dass du ihr hilfst, ihrem Boss, einen Quarren namens Lobax Lask, loszuwerden. Sie sagt, dass sie dich in den Räumen der Exchange im Wohnbude 082 Ost bringen kann, ohne dass die Wachen dich angreifen. So,
Also, als nächstes müssen wir für die Luxa jetzt endlich mal ihren, wir müssen ihr helfen, ihren Boss aus dem Weg zu schalten. Wir sind genau wieder an der gleichen Stelle hier, aber wir sind wieder ein ganzes Stück weitergekommen, meine Lieben. Ich werde an dieser Stelle jetzt das Let's Play wieder mal beenden und ich hoffe, wir sehen uns dann zum 13. Part, glaube ich, von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Oh, guck mal, der funkelt hier vorne so schön. Ja, und dann wünsche ich euch ansonsten noch einen schönen Tag und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.